Hallo liebe Schnorchelfreunde und willkommen in diesem Video. Heute stelle ich euch mal wieder eine Tauchmaske vor. Ja, denn ich habe eine neue Tauchmaske gefunden und getestet, die mich wirklich sehr interessiert hat. Und damit geht es hier heute um die Cressy F1 Maske. Viel Spaß! Du hast vielleicht schon in sehr vielen Videos gesehen, dass ich genau diese Maske getragen habe. Mit der war ich auch gestern schwimmen. Das ist die Aqualung Tech Malibu. Die habe ich mir 2015 auf Bali gekauft und seitdem ist das meine absolute Lieblingsmaske. Ich habe dazu auch ein extra Video gemacht. Das Video findest du hier oben irgendwo. Einfach mal gucken. Und das Problem ist mit dieser Maske, dass sie nicht immer zur Verfügung steht bzw. nicht immer gekauft werden kann. Und deswegen schreiben mich einige Leute immer wieder an und haben dann gefragt, wo man die dann käuflich erwerben kann. Und weil die Maske oft einfach schwer zu bekommen ist, habe ich einfach mal nach einer Alternative geschaut. Und zwar bin ich dann auf die Cressy F1 Maske gestoßen. Und wie man hier ganz gut sehen kann, ist, dass die Masken sehr ähnlich sind. Also das Größenverhältnis ist sehr ähnlich. Es sind beides Einglasmasken. Der größte Unterschied ist eigentlich in der Farbe. Aber wenn du keine weiße Maske haben möchtest, dann ist es kein Problem. Die Cressy F1 gibt es in 8 unterschiedlichen Farben und da ist für jeden was dabei. Für mich war aber wichtig, dass ich so eine Einglasmaske habe. Diese Art der Maske wird auch gerne als rahmenlos beschrieben. Also ganz einfach deswegen, weil man ja hier vorne ein großes Glas hat. Und genau das ist das, was ich sehr gut finde, denn man hat ein sehr großes Sichtfeld und vor allen Dingen, ihr kennt ja vielleicht meinen Trick, den ich schon öfter mal gezeigt habe. Ich habe immer einen kleinen Schluck Wasser in der Maske, dass, wenn sie doch mal beschlagen sollte, ich einfach mit dem Wasser praktisch einmal so mache und dann ist die Scheibe gewischt, ja, wie am Auto auch. Und das ist natürlich mit so einer Einglasmaske sehr praktisch, weil man in jedem Augenteil hier, sage ich mal, ein bisschen Wasser hat und wenn in den einen Auge mal ein bisschen mehr ist, dann macht man einmal so und schwappt das rüber. Ist jetzt so meine Methode, die ich wirklich in den ganzen Jahren sehr, sehr intensiv probiert und für mich auch perfektioniert habe und ich nutze das wirklich immer sehr oft. Du hast vielleicht eine andere Art, wie du die Maske beschlagsfrei hältst. Aber trotzdem mochte ich dieses große Sichtfeld einfach schon immer von meiner, vorherigen Maske. Also ich werde die trotzdem noch weiter nutzen, weil ich sie einfach sehr gerne habe. Aber ich muss sagen, beide Masken sind wirklich sehr ähnlich. Und das war wirklich sehr toll, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man sich irgendwie eine Maske kauft und erstmal an die gewöhnen muss. Und dann sehnt man sich immer nach der Lieblingsmaske zurück. Das war hier gar nicht. Ich habe diese Maske nämlich richtig schön mit in den Ägyptenurlaub genommen. Und ich hatte auch wirklich nur diese eine Maske mit. Und das war ganz gut. Ich konnte da richtig schön in Ägypten schnorcheln gehen, konnte richtig schön abtauchen und ich habe auch keine andere Maske zu diesem Zeitpunkt vermisst oder mir gewünscht. Die Verstellmöglichkeit, die hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Denn manchmal ist das schon ein bisschen nervig, aber ich muss sagen, hier bei dieser Maske haben die wirklich ein tolles System gefunden. Und zwar, jetzt ist das natürlich ziemlich eng gestellt, sage ich mal, also es passt so ein kleiner Kopf rein. Dann drückt man hier mit Daumen und Zeigefinger beide Knöpfe rein und kann das Ganze wieder größer stellen. Und um das natürlich wieder kleiner zu machen, zieht man hier dran und alles ist wieder kleiner. Also wirklich ein sehr tolles System, muss ich sagen. Das ist hier recht ähnlich bei dieser Maske, ja, aber es ist natürlich auch ein bisschen veraltet, muss man sagen. Da ist man doch schon bei der Cressy F1, ist man schon auf einem neueren Stand. Das Volumen dieser Maske ist auch schön klein, um abtauchen zu können. Ich meine, man hat das ja schon häufiger in meinen Videos gesehen, dass ich nicht immer eine Apnoe-Maske nutze, um abzutauchen, sondern auch gerne diese Einglasmaske nutze, um abzutauchen. Und das geht natürlich hiermit auch. Also ich war auch in Ägypten auf 10 Meter Tiefe. Ich habe es gemerkt, weil meine GoPro leider ausgestiegen ist. Die ist ja ohne Gehäuse nur 10 Meter wasserdicht. Und ich bin abgetaucht, um einen Feuerfisch zu fotografieren. Und ja, dann kam ich hoch und dann ging erstmal nichts mehr. Die GoPro hat es überlebt, zum Glück. Ne, aber man sollte es ohne Gehäuse auf jeden Fall nicht machen. Aber ich muss sagen, mit der Maske gab es beim Abtauchen wirklich keine Probleme. Also ich kann die Maske wirklich nur empfehlen. Die ist wirklich super. Also die Passform ist toll. Man kann guten Druckausgleich machen, weil man die Nase schön eindrücken kann. Sie zwickt nicht, sie drückt nicht und gar nichts. Das Sichtfeld ist super. Also mir gefällt die Maske wirklich sehr, sehr gut. Und du hast vielleicht schon vor einigen Wochen gesehen, habe ich ein Video aus der Ostsee hochgeladen. Da war es ein bisschen kühl in der Ostsee, aber da war ich auch mit dieser Maske unterwegs
Und auch da war das wirklich richtig toll. Ich nutze sie wirklich sehr, sehr gern und werde sie auch weiterhin noch nutzen. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, absolute Empfehlung. Du kannst ja auch gerne unten in die Videobeschreibung schreiben, welche Maske du hast, beziehungsweise was deine Lieblingsmaske einfach ist. Das ist ja immer das Wichtigste, weil Masken hat man vielleicht ein paar mehr, aber man hat in der Regel oft nur eine Lieblingsmaske. Und ich glaube, das wird absolut meine neue Lieblingsmaske. Ich hole sie mir vielleicht nochmal in Schwarz, aber ich muss sagen, ich finde die wirklich super. Ja, und ansonsten bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als schau dir noch ein paar Videos hier an, ne? Das Ostsee-Video zum Beispiel, falls du es noch nicht gesehen hast. Und schnapp dir eine Maske, geh raus, geh schnorcheln und sei immer schön mit Neugier unterwegs. Mach's gut!